Erste Drittelpause im Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings. Das sieht doch ganz ordentlich aus. 2:0 führen die Pinguine nach den ersten 20 Minuten durch Treffer im Powerplay. In der zweiten Spielminute durch Josh Myers und auch Kevin Clark ist Gott sei Dank wieder mit dabei. Und dann in der 20. Minute war es Andy Drindl, der frischgebackene Papa, der hier auf 2:0 den Zeiger gestellt hat. Wir freuen uns auf weitere 40 Minuten. Und vorher reden wir über das, was im Sport ja auch Sinn macht. Über ein bisschen taktieren, über ein bisschen planen, nämlich über das Planspiel Börse. Präsentiert von unserem langjährigen Sponsor der Sparkasse Krefeld. Tanja Eumanns ist bei uns. Herzlich willkommen hier im Pinguine TV-Studio. Frau Eumanns, das Planspiel Börse ist schon in eine riesige Auflage gegangen und Sie hatten jetzt zuletzt schon die Siegerehrung. Und da haben wir heute viele glückliche Gewinner hier im Stadion. Genau, am Dienstag, am 14. Januar hat die Siegerehrung bei uns stattgefunden in der Sparkasse Krefeld. Dort wurden die erfolgreichsten Schülerteams, Auszubildenden und Studenten eingeladen. Und heute haben sie nochmal alle ein Ticket für das Spiel hier erhalten. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Der Knacksclub heute übrigens auch mit dabei. Auch da nochmal herzlich willkommen. Planspiel Börse, man hat immer schon mal davon gehört. Ich habe in der Schule, glaube ich, auch mal irgendwann mitgemacht. Das ist 1000 Jahre her. Was hat das mit dem Planspiel Börse auf sich? Ja, das Planspiel Börse ist ein fiktiver Wettbewerb, wo Schüler 50.000 Euro erhalten. Ab dem 1. Oktober geht's los. Über 10 Wochen versuchen den halt die 50.000 Euro zu vermehren durch den Ankauf von Aktien, wie zum Beispiel Google, Amazon, Apple. Die waren in dieser Spielphase sehr erfolgreich. Ja, und manche Schülerteams haben sogar 58.000 Euro daraus gemacht. Also richtig Rendite auf jeden Fall erzielt. Wer sind denn da so die richtig guten Cracks? Sind das eher die Schüler, die so ein bisschen intuitiv dabei sind oder dann die Azubis, die so ein bisschen mehr taktieren? Also in diesem Jahr auf jeden Fall unsere Auszubildenden. Die haben sogar deutschlandweit gewonnen. Also sehr viele Sparkassen nehmen daran teil jedes Jahr und die haben den ersten Platz belegt. Also Glückwunsch auch dazu natürlich. Und Sie haben es schon gesagt, das Planspiel Börse geht im Oktober direkt in die nächste Auflage. Wie viele können da mitmachen? Wo kann man sich melden? Wo gibt es weitergehende Informationen? Also in diesem Jahr hatten wir 399 Spielgruppen und man kann einfach auf unsere Internetseite gehen unter www.sparkasse-krefeld.de. Dort findet man dann ab Anfang September alle Informationen und am 1. Oktober geht's wieder los. Selber auch schon mal mitgespielt? Ja, in der Berufsschule, also mit 17 Jahren in Geldern habe ich die Berufsschule besucht und da habe ich schon damit begonnen, ja. Gewonnen? Nicht so erfolgreich leider. Ich glaube auch, ich war in der Gruppe, die richtig miese gefahren haben. Aber es hat Spaß gemacht und das Geld ist ja Gott sei Dank nicht wirklich futsch. Also, willkommen nochmal den Gewinnern vom Planspiel Börse der Sparkasse Krefeld. Im Oktober geht es in die nächste Auflage. Infos gibt es natürlich bei der Sparkasse oder im Internet unter www.sparkasse-krefeld.de oder bei dieser charmanten Dame, Tanja Eumanns von der Sparkasse Krefeld. Vielen Dank und gleich Drittel Nummer 2 der Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings. Aktueller Spielstand 2:0 für den KFV.